Guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Lasst mich diesmal statt mit dem friedlichen Berlin mal mit den unfriedlichen Entwicklungen in der Levante beginnen. Mit dem beeindruckenden Widerstand in Kobani, den wir seit Wochen erleben und der uns seit Wochen bewegt. Seit Mitte Dezember wird die kurdische Enklave Rojava an der syrisch-türkischen Grenze durch die militärisch bestens ausgerüsteten Milizen des IS angegriffen. Die Selbstverteidigungskräfte von Rojava, die Frauen und Männer der JPG, sind zu einem Symbol für den Kampf gegen religiösen Fundamentalismus und für das Selbstbestimmungsrecht der Menschen in der Region geworden. Rojava und Kobani, das sind nicht irgendwelche Orte. Hier wurde unter den widrigsten Bedingungen und unter zahlreichen Bedrohungen in den vergangenen Jahren eine gesellschaftliche Entwicklung durch basisdemokratische Beteiligung vorangetrieben. Hier wurden traditionelle Clanstrukturen durch ethnische und religiöse Toleranz ersetzt und eine Alternative zu den traditionellen Herrschaftsstrukturen in der Region geschaffen. Diese Entwicklung ist vielen dort und nicht nur dort, sondern auch anderswo ein Dorn im Auge. Der besondere Zusammenhalt der Menschen ist zugleich ein Grund dafür, dass der IS trotz massiver militärischer Überlegenheit bisher an Kobani scheiterte. Mit ihrem Mut und mit der solidarischen Unterstützung vieler Menschen haben die Kurdinnen und Kurden es bis zum heutigen Tag geschafft, dass die Weltöffentlichkeit das Drama von Kobani nicht ignorieren konnte. Erst durch den internationalen Druck hat die Türkei einen Korridor zugelassen, um die Selbstverteidigung von Kobani durch Unterstützerinnen aus dem Irak zu ermöglichen. Widerwillig und inkonsistent. Denn bislang war es Erdogan ja ganz recht, dass der IS die Drecksarbeit macht, die kurdische Selbstverwaltung terrorisiert. Und nur die Aufrechterhaltung des internationalen Drucks, die fortgesetzte Solidarität, wird verhindern, dass die Politik durch die Türkei offen oder indirekt fortgesetzt wird. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, war es wichtig, dass wir bei den Aktionstagen in den zurückliegenden Wochen solidarisch waren. Und das müssen wir auch weiterhin tun. Nicht allein für den Abwehrkampf gegen den IS, sondern auch für den Erhalt der demokratischen Selbstverwaltung, die Menschen sich dort errungen haben. Denn die Selbstverwaltung ist zwar gerade am unmittelbarsten durch die Milizen des IS bedroht, aber bei Weitem nicht nur. Es waren im Übrigen auch die Kämpferinnen und Kämpfer der JPG, die Wochen bevor sie selbst zum Angriffsziel des IS geworden sind, den ins Sinjar-Gebirge geflohenen Jesidinnen und Jesiden die Flucht ermöglicht haben. Niemand sonst. Weder die mit westlichem Geld und westlichen Waffen ausgerüstete irakische Armee, noch die inzwischen von der Bundesregierung als unterstützenswert anerkannten Kämpferinnen und Kämpfer der Peschmerga. Und ausgerechnet die JPG wird als Partnerin der PKK eingestuft und selbstverständlich wird das PKK-Verbot in Deutschland aufrechterhalten. Das ist doch verrückt, liebe Genossinnen und Genossen. Das zeigt doch die ganze Bigotterie und den Wahnsinn, der die interessengeleiteten Interventionspolitik der Großmächte und der regionalen Mächte im Nahen Osten prägt. Ja, die Situation dort ist widersprüchlich und kompliziert. Und es gibt jeweils eine gewichtige Zahl von Argumenten für und gegen die Forderung nach westlicher Militärunterstützung für die Selbstverteidigungskräfte in einer solchen Lage. Aber was wir von dort erfahren, ist eben nicht allein ein Medienprodukt, wenngleich die Macht der Bilder im digitalen Zeitalter massiv zugenommen hat. Die drastische Zuspitzung in Kobani erzeugt auch Ohnmacht und Hilflosigkeit. Aber das darf uns nicht unsere Empathie und unseren Willen zur Solidarität nehmen. Und das ist dann immer eben auch eine Debatte um die beste aller schlechtesten Lösungen, die wir trotzdem führen müssen. Und wo wir unterschiedliche Sichten aushalten müssen, die wir nicht mit Unterstellungen und Verdächtigungen pflastern sollten, sondern nur mit Wissen und konkreter Hilfe überhaupt werden wir diese Auseinandersetzung bestehen. Mir persönlich hat es sehr gut getan, gemeinsam mit tausenden Berlinerinnen und Berlinern unterschiedlichster Wurzeln, Religionen und Überzeugungen mit den Berliner Kurdinnen und Kurden auf der Straße zu sein. Was ich denke, ist Folgendes. Wir müssen vor allem auf die Menschen vor Ort hören. Wir müssen die Wirkung verschiedener Hilfen einschätzen und wir müssen uns einigen, welche wir befördern wollen. Ich glaube, dass wir berechtigte Enttäuschung ernten werden, wenn wir uns bei abstrakten Beschwörungen aufhalten und dann im Anschluss mit den Toten weinen. Ich glaube, die Menschen in Kobani brauchen unsere Solidarität und sie brauchen sie jetzt und konkret. Und ich glaube auch, da haben wir alle unsere Möglichkeiten, etwas zu beizutragen.
Und da sind wir dann auch gleich bei der Stadtpolitik. Es ist doch ein Armutszeugnis, dass sich bislang nicht ein führender Senatsvertreter zu einem Wort der Unterstützung durchgerungen hat, geschweige denn sich mal auf einer dieser Demonstrationen der vergangenen Wochen hat blicken lassen. Seit Wochen schaut die Welt gebannt auf diesen Verteidigungskampf, bewegen die Geschehnisse dort die Gemüter vieler Menschen. Hier in der Stadt, gerade auch hier in der Stadt, die Menschen mit der Einwanderungsgeschichte. Aber für die Koalition und für den Senat scheint das kein Thema zu sein. Ist es denn wirklich zu viel verlangt von dem Bürgermeister einer Stadt, die sich so gern als Weltstadt feiert und in der Tausende von Menschen leben, die Verwandte und Bekannte, Freundinnen und Freunde in der Region haben, darüber wenigstens mal ein Wort der Solidarität und Anteilnahme zu verlieren? Ist das denn wirklich zu viel verlangt? Und es ist, glaube ich, genau dieser Mangel an Empathie, der so typisch ist für diese Regierung und der mich so unglaublich aufregt. Und der gleiche Mangel an Empathie prägt im Übrigen auch den Umgang mit Flüchtlingen in der Stadt. Der Generalsekretär der Berliner CDU meinte ja jüngst, sich über die Koalitionsabsichten der Parteien in Thüringen äußern zu müssen. Und vorgestern hat er dann noch nachgeschoben, dass ihm die Terminwahl für unseren Landesparteitag nicht gefällt. Ich finde, wenn es um Schande geht, dann hätte Herr Wegner hier in Berlin genug zu tun. Denn das, was CDU und SPD mit den Flüchtlingen veranstalten, sowohl auf Bundesebene als auch hier in Berlin, das ist eine Schande für dieses Land und für diese Stadt. Dabei stellt der Innensenator ein Gutachten, um eine Vereinbarung für ungültig erklären zu lassen, die er kaum Monate vorher gemeinsam mit veröffentlicht hat. Ich frage mich natürlich überhaupt nicht, warum bei einer solchen Haltung keine Verfahrensprüfung zugunsten der Flüchtlinge ausgeht. Wer keine Möglichkeiten finden will, der findet auch keine. Stattdessen werden die Menschen jetzt vor dem hereinbrechenden Winter auf die Straße gesetzt. Die SPD schweigt dazu. Weder ein Wort vom regierenden Bürgermeister auf Abruf, noch von der Integrationssenatorin, noch von einem der drei gewesenen Bürgermeisterprinzen. Und das grün geführte Bezirksamt kassiert eben mal die Pläne, die noch vor kurzem als Vereinbarung mit den Flüchtlingen von der Olauer Straße verkündet worden sind, wieder ein. Ich bin froh, dass unsere Genossinnen und Genossen aus Friedrichshain-Kreuzberg das sehr kritisch und deutlich zum Thema gemacht haben. Angesichts der zunehmenden Krisen und Kriege vor den Toren Europas war doch seit längerem absehbar, dass die Zahl der Schutzsuchenden hierzulande steigt. Selbst wenn es überhaupt nur ein Bruchteil von ihnen bis hierher schafft. Und selbst wenn die Koalition im Bund mit Unterstützung von Grünen die Hürden für die Asylgewährung weiter anhebt. Aber dieses Land und diese Stadt sind ja nicht einmal in der Lage, dieses Bruchteil mit würdiger Unterbringung und einem würdigen Willkommen zu versehen. Stattdessen mussten wir erleben, wie die Erstaufnahmestelle einfach mal für ein paar Tage geschlossen war. Hilfebedürftige Menschen buchstäblich im Regen standen. Das ist ein unglaubliches Versagen dieses Senats. Seit Monaten übt sich Senator Chaya in Aktionismus, aber nach Amtsantritt dieser Koalition ist erst mal 2 Jahre gar nichts passiert. Dann waren für ihn die Bezirke zuständig, dann hat er die Verantwortung auf andere Ressorts abgeschoben. Und erst als die Zustände unhaltbar geworden sind, präsentierte er sich als großer Retter, der jetzt mal richtig anpackt. Das ist geschickt inszeniert, aber es ist auch zynisch. Es ist genauso zynisch, wie die obdachlosen Kältehilfe und die Flüchtlingsversorgung gegeneinander auszuspielen. Es ist genauso zynisch, wie die Not von Flüchtlingen für bezirkliche Haushaltssperren verantwortlich zu machen. Und es ist genauso zynisch, wie jetzt mit Traglufthallen und Containerdörfern zu hantieren und dabei auch noch jegliche zivilgesellschaftliche und bezirkliche Flankierung des Willkommens unmöglich zu machen. Und auf der anderen Seite demonstrieren Nazis ungestört in Marzahn-Hellersdorf oder Pankow. Ja sicher, es gibt das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit. Aber es gibt nicht das Recht, Volksverhetzung zu betreiben. Das gibt es nicht und es gibt es doch nicht zu viel verlangt, die Mittel des Polizeirechts und des Strafrechts hier einmal einzusetzen. Und stattdessen erklärt Mario Chaya im Ausschuss, im Abgeordnetenhaus, die linke Kritik von Elke Breitenbach an der Senatsflüchtlingspolitik sei Wasser auf die Mühlen von Rassisten. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit.
Und ich wünschte mir, dass anstelle solcher Entgleisungen alle politischen Parteien in Berlin eine solch konkrete Hilfe vor Ort leisten würden wie unsere Genossinnen und Genossen in den Bezirken. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn wir heute und morgen hier Bilanz ziehen und auch die Weichen für die kommenden 2 Jahre stellen, dann geschieht das eben nicht im luftleeren Raum, sondern es geschieht, wie Raoul Zelig es im ND beschrieben hat, in durchgeknallten Zeiten. Schauen wir aber zurück, dann kann sich die Bilanz unseres Landesverbandes in den vergangenen 2 Jahren durchaus sehen lassen. Im Mittelpunkt standen 2 wichtige Wahlkämpfe und Wahlen und das unter nicht immer leichten Voraussetzungen. Ich erinnere mich noch gut, wie mich Journalistinnen und Journalisten im Frühjahr 2013 angeschaut haben, als wir bekundet haben, dass wir unsere 4 Direktmandate für den Deutschen Bundestag verteidigen wollen und dass wir eigentlich auch das 5., das Listenmandat, gern wieder bekämen, also dass wir es noch nicht abgeschrieben haben. Am Wahlabend waren es dann 6 Mandate, so viel wie noch nie. Mit 18,6% haben wir das zweitbeste Stimmenergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1990 geholt. Und der linke Stimmenrückgang gegenüber der Rekordwahl im Jahr 2009 war sogar deutlich geringer als in allen anderen Bundesländern. Wer hätte denn das für möglich gehalten? Liebe Genossinnen und Genossen, das ist unsere Leistung und darauf können wir wirklich stolz sein. Und wir haben uns darauf ja auch nicht ausgeruht. Bei der Europawahl konnten wir unser Ergebnis von 2009 sogar noch mal steigern. In beiden Wahlen konnten wir im Westteil der Stadt und in den Innenstadtbezirken deutlich zulegen. Wir sind hier längst keine Kleinstpartei mehr. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben immer den Anspruch gehabt, eine Partei für die ganze Stadt zu sein. Inzwischen, und das finde ich, ist ein ganz ausgezeichneter Weg, inzwischen sind wir immer mehr auch eine Partei in der ganzen Stadt. Und das ist die richtige Richtung. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Wahlen gewinnt man nicht erst in einem guten und heißen Wahlkampf. Da kann man dann anknüpfen an das, was man vorher geschafft hat. Da kann man die Wahrnehmung nutzen, die man bei Menschen erzeugt hat. Aber das Engagement, das sich in den Wahlergebnissen widerspiegelt, das spiegelt auch immer stärker unsere politische Alltagspraxis. Es spiegelt immer mehr die gemeinsamen Erfahrungen, die wir beim Energievolksbegehren vom Wannsee bis Ahrensfelde gesammelt haben. Das war großartig. Und das hat sich beim Tempelhof-Volksentscheid ja dann Monate später noch einmal wiederholt. Ich finde, da hat man richtig spüren können, dass wir bei allen Differenzen und Unterschieden eine gemeinsame Partei sind. Es ist ja nicht so, dass wir uns da gleich einig waren. Da mussten wir uns unsere Position ja auch erstmal gemeinsam hart erarbeiten. Denken wir nur an Tempelhof. Das war ja nicht von vornherein klar, dass wir voll hinter dieser Initiative 100% Tempelhof stehen würden. Da haben wir auch lange diskutiert und wir haben auch im Abgeordnetenhaus die Auseinandersetzung um die Frage gehabt, ob es möglicherweise einen Weg gibt, dem entgegenzukommen. Aber dass der Vorschlag der Initiative 100% Tempelhof am Ende dann auch in Marzahn-Hellersdorf, auch in Lichtenberg, in Pankow, in Mitte, in Treptow-Köpenick eine Mehrheit bekommen hat, weit weg vom Tempelhofer Feld, dass er auch dort eine Mehrheit bekommen hat, ich glaube, das war nicht ganz unwesentlich, das Verdienst der Linken, das war unser, das war euer Verdienst, liebe Genossinnen und Genossen. In 2 Jahren 2 Wahlkämpfe, 2 landesweite Volksentscheide, dazu jede Menge außerparlamentarischer Aktionen. Sei es die leider immer noch notwendige Mobilisierung gegen Nazi-Aufmärsche, Demonstrationen gegen Zwangsräumungen, steigende Mieten und Verdrängungen, Aktionstage vor den Jobcentern, der Kampf gegen TTIP und CETA, für Bürgerrechte und gegen Überwachung, die Unterstützung des Tarifkampfs für die Mindestpersonalausstattung in der Pflege bei der Charité, aber auch die vielen bezirklichen und Nachbarschaftsaktivitäten, gegen Luxussanierung in der Siedlung am Steinberg oder im Märchenviertel, am Frankfurter Tor oder in den Gesobauhäusern in Pankow, im Einsatz für einen besseren Schwimmunterricht in Lichtenberg, für den Erhalt der Altglascontainer in den Neubausiedlungen, Spendensammlungen und Organisation von Weihnachtsfeiern, von Ausflügen, von Festen für Flüchtlinge, Sozial- und Mietenberatungsangebote, der Kampf für den Erhalt der Straßenbahnlinie nach Ransdorf oder für eine gute Busanbindung nach Biesdorf. Ja, und wir waren auch beteiligt, als über 1000 Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr das 5. Erich-Mühsam-Fest gefeiert haben und an dessen 80. Todestag erinnerten.
Und wir haben mitinitiiert, dass dem schwulen kommunistischen Schriftsteller Ronald M. Tschernikau in Hellersdorf eine Gedenktafel und dem demokratischen Sozialisten Stefan Heim in Lichtenberg ein Platz gewidmet wurde. Das musste doch alles erst einmal gestemmt werden, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben in den vergangenen 2 Jahren allen, die daran gezweifelt haben und ja auch uns selbst, gezeigt, dass wir keineswegs nur eine Partei sind, die in parlamentarischen Auseinandersetzungen steht, sondern gleichermaßen außerparlamentarisch stark ist und etwas bewegen kann. Und all diese Aktivitäten sind wichtig, auch wenn sie nicht immer schlagzeilenträchtig sind, auch wenn wir nicht immer sofort in die Berliner Zeitung oder in die Morgenpost kommen. Wir dürfen das niemals unterschätzen. Das ist die vielbeschworene Präsenz im Alltag von Menschen. Sich kümmern und sich einsetzen, im Tagesspiegel auch, Hannes. Sich kümmern und einsetzen, ansprechbar sein, Hilfe und Unterstützung leisten, neue Ideen diskutieren und alternative Projekte kennenlernen. Und nicht nur und erst im Wahlkampf oder zu besonderen Anlässen in der Stadt präsent zu sein. Ich weiß, das ist verdammt anstrengend, zumal wenn die eigenen Möglichkeiten begrenzt sind. Aber das ist die Grundlage für alles Weitere. Ohne das können wir nicht am Wochenende mit Fahnen auf die Demonstrationen gehen und eine solidarischere Gesellschaft fordern. Jedenfalls nicht glaubwürdig. Und über den Kreis der ohnehin schon politisch Aktiven werden wir Menschen nur erreichen, wenn wir unsere Unterstützung und Solidarität verlässlich im Alltag beweisen können. Darauf kommt es an. Und die andere Seite ist ja, wir bekommen jede Menge zurück. Denn hier erfahren wir oft mehr über die Sorgen und das Leben der Menschen in unserer Stadt als über die Medien oder über unsere je eigenen Ausschnitte von Wahrnehmung. Die direkte Kommunikation ist und bleibt einfach unersetzbar. Deshalb sollten wir auch daran arbeiten, das ganz, ganz stark weiterzuentwickeln. Weiterentwickeln müssen wir auch den Austausch untereinander. Also mir geht das so, ich erfahre oft eher zufällig von Dingen, die in Bezirksverbänden stattfinden oder geplant sind. Und ich finde, wir vergeben uns da was. Wir müssen dafür, das zu ändern, jetzt meiner Meinung nach auch nicht irgendein Berichtswesen wieder einführen oder neue Runden erfinden. Also wir haben genügend Runden. Wir müssen das, was wir haben, einfach noch besser und deutlicher nutzen. Der Landesausschuss und die Runde der Bezirksvorsitzenden, da müssen ja nicht immer nur Dinge verhandelt werden, die der Landesvorstand auf die Tagesordnung setzt. Aus meiner Sicht ist das einer der zentralen Punkte, wenn nicht sogar der zentrale Punkt, für die weitere innerparteiliche Entwicklung in unserem Landesverband. Schaffen wir es, mehr zu werden als ein Verbund von 12 Bezirksorganisationen, über denen ein Landesvorstand und eine Abgeordnetenhausfraktion schweben, an die man dann wahlweise Wünsche oder Aufträge adressiert, nach dem Motto, dort soll mal ein Konzept für dieses oder jenes erarbeitet werden. Und in den Bezirksorganisationen beklagt man sich dann umgekehrt, weil die Fraktion oder der Landesvorstand dann kommt und sagt, macht doch mal bei diesem oder jenem mit oder geht doch mal hier oder dorthin, beklagt man sich dann umgekehrt, weil alle jeweils für sich denken, auch das noch, haben die keine Ahnung, was hier bei mir los ist, wir haben doch nur wirklich genug um die Ohren. Das kennen wir alles. Und deswegen glaube ich, müssen wir über die Kräfte und Ressourcen und auch über die Prioritäten miteinander beraten. Nur dann kann es gelingen. Da sind wir vorangekommen, aber wir müssen das auch noch weiter ausbauen. Mitgliederarbeit und Bildungsarbeit, das haben wir uns jetzt vorgenommen und beispielsweise mit Herbstakademie, mit Neumitgliedertreffen und AG Finanzen, mit den Beteiligungsformen des Zukunftsdialogs einige gute Schritte getan. Das macht dann, wir haben es ja heute gemerkt, die Antragslage ist überschaubar, die Parteitagsdebatten vielleicht nicht immer spannender, aber ich halte es dennoch für wichtig, solche Möglichkeiten auszubauen. Es ist wichtig, dass die Mitglieder unserer Partei sich frühzeitig in die inhaltliche Positionsbestimmung mit einbringen können. Ja, ich wünschte mir sogar noch mehr, deutlich mehr Beteiligung und gerade auch kontroverser Natur. Ja. Liebe Genossinnen und Genossen, Reserven haben wir auch noch in anderer Hinsicht. Stichwort Öffentlichkeitsarbeit. Hier läuft jenseits von Wahlkämpfen und Kampagnen nach wie vor mehr nebeneinander her als zusammen. Ich weiß, dass es dafür gute Gründe gibt, unterschiedliche Voraussetzungen gibt, auch unterschiedliche Erfordernisse gibt. Aber wir verschenken uns da viel.
gerade angesichts der unglaublichen Informationsflut, die täglich aus den unterschiedlichsten Wegen auf alle Menschen einstürzt, müssen wir zu gemeinsamen Formen der Öffentlichkeitsarbeit finden. Die Leute hören Radio, die Leute sehen im Fernsehen, die Leute lesen zum Teil auch noch Zeitungen. Es gibt das Internet, es gibt Flugblätter, es gibt Mails. Wenn wir das nicht irgendwie bündeln, dann gehen wir im allgemeinen Rauschen unter. Und ihr wisst ganz genau, wir können tun, was wir wollen. Wenn niemand davon erfährt, dann nützt uns das am Ende überhaupt nicht. Und wenn ich dann hier von gemeinsamer Öffentlichkeitsarbeit spreche, dann stelle ich mir das im Übrigen nicht so vor, dass sich ein paar Leute in Vorständen und Fraktionen da mal was überlegen und die anderen dürfen das dann umsetzen, sondern das müssen wir dann tatsächlich auch gemeinsam entwickeln. Stichwort innerparteiliche Kommunikation. Klar, da hat jede und jeder das Interesse, die Informationen an Frau oder Mann zu bringen. Bundestagsfraktion, Abgeordnetenhausfraktion, Landtagsfraktion, Landesvorstand, die Bezirksvorstände, die BVV-Fraktionen, die Stadträtinnen und Stadträte, die Landesarbeitsgemeinschaften, der Jugendverband, der Studierendenverband, die Stiftungen. Also wir haben ein endlos großes Kaleidoskop von Akteuren, die jeweils für sich Informationen produzieren und wollen, dass diese Informationen die Leute erreichen. Aber wenn wir es nicht schaffen, uns hier auf gemeinsame Formen und verbindliche Kanäle zu verständigen, dann geschieht nach innen das Gleiche wie nach außen. Es geht alles in einer Flut unter und am Ende fragen wir uns alle, warum sind die notwendigen Informationen bei den Leuten nicht angekommen? Stichwort strategische und inhaltliche organisatorische Arbeit. Wir wollen die Parteiarbeit weiterbeleben. Wir wollen neuen Mitgliedern den Einstieg in das aktive Engagement erleichtern. Wir wollen bis zum Herbst nächsten Jahres eine Wahlstrategie erarbeiten und wir wollen noch früher, als es damals vor der Wahl 2011 war, beginnen, unsere Wahlaussagen in Land und Bezirken offen und breit und nach Möglichkeit auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Stadt zu diskutieren. Und für all das stehen zukünftig weniger Hauptamtliche und auch weniger Ressourcen zur Verfügung. Das bedeutet für uns vor allem eins: Wir müssen noch klüger und weitblickender planen und unsere knappen Ressourcen sinnvoll einsetzen. Und es bedeutet vor allem auch, dass der Stellenwert der ehrenamtlichen Arbeit in unserem Landesverband in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird. Liebe Genossinnen, liebe Delegierte, liebe Gäste, die Gemeinsamkeit im Landesverband zu stärken, zusammenzuwachsen, an einem Strang zu ziehen, diese Aufgabe hatten wir uns bei der Gründung der Partei Die Linke im Jahr 2007 gemeinsam gestellt. Es ist kein Geheimnis, dass uns das nicht immer leicht gefallen ist. Und wenn ich an die Verschmelzungsprozesse zwischen WRSG und Linkspartei PDS denke, gerade hier in Berlin fiel es uns auch besonders schwer, wo sich zum einen viel konzentriert, aber eben auch die Widersprüche und Differenzen viel unmittelbarer aufeinandertreffen. Und andererseits kann man sich auch nicht einfach aus dem Weg gehen. Man muss sich zwangsläufig zusammenraufen. Berlin ist eben doch ein Dorf. Ich denke, wir haben das hier in Berlin seit 2011 und insbesondere in den vergangenen 2 Jahren ziemlich gut hinbekommen. Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, gemeinsam erfolgreich zu sein. Und das hat mich auch in der Ansicht bestärkt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind und dass wir ihn weitergehen sollten. Und dafür will ich mich bei euch und bei allen Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten bedanken, die das ermöglicht haben. Mein Dank, besonderer Dank, geht am Ende der Wahlperiode auch an die Mitglieder und ja, die Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Landesvorstand. Ich denke, wir haben bewiesen, dass sich sachliche Differenzen und solidarisches Zusammen nicht ausschließen, im Gegenteil. Sie produktiv zu machen, die Differenzen produktiv zu machen, bringt erst progressive Spannung, die vor Stillstand und Stagnation schützt. Einige der Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Vorstand haben sich entschieden, nach langjährigem Engagement auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Ich weiß nicht, ihr werdet euch die Kandidaturen angeguckt haben. Wir stehen da in gewisser Weise vor einem kleinen Generationswechsel mit der Neuwahl des Landesvorstands. Da bewegen mich schon auch ein bisschen gemischte Gefühle. Ich freue mich auf Neues, aber auf die Erfahrung von euch können wir nicht verzichten. Und deswegen bin ich besonders froh, dass alle auf gar keinen Fall aufhören werden, sondern dass sie sich aber wirklich alle durchgehend auf andere Betätigungsfelder konzentrieren. Das ist klasse. Ich danke euch von Herzen für euren Einsatz und eure Arbeit.
Und die Kandidaturen, die jetzt vorliegen, die sind auch eine gute Grundlage dafür, die Breite der Partei in vielerlei Hinsicht abzubilden. Unterschiedliche Generationen, Traditionen, Herkunftsbezirke, Sichtweisen und Erfahrungen, das ist eine gute Voraussetzung, um jetzt bis 2016 richtig gut durchzustarten. Ich freue mich, dass neben Daniel Tietze und Elke Breitenbach, die sich erneut um die Funktion stellvertretender Parteivorsitzender bewerben, auch Franziska Brichti aus Steglitz-Zehlendorf kandidiert. Und ich hoffe, dass ihr, die Delegierten, für einen aktiven und kreativen Landesvorstand sorgt, der die anstehenden Herausforderungen natürlich nur gemeinsam mit euch dann auch gut meistern kann. Gestatten Sie mir, liebe Gäste, noch einige Bemerkungen, keinesfalls allumfassende, zur aktuellen stadtpolitischen Situation. Vor 3 Jahren haben wir prophezeit, dass ich mit der Koalition aus SPD und CDU wieder der Mehltau über die Stadt legen werde. Jetzt sind 3 Jahre vergangen und es ist unübersehbar, dass genau das passiert ist. Man braucht ja nicht mal mehr uns heranführen. Kronzeuge ist ja ausgerechnet der CDU-Landesvorsitzende Frank Henkel, der einen Neustart der Koalition gefordert hat. Wobei Neustart ist ein Euphemismus. Diese Koalition ist niemals richtig in die Gänge gekommen. Rücktritte, Doktoraffären, Durchstechereien. Auf einen Fehlstart folgte eine endlose Kette von Ankündigungen. Der Herbst der Entscheidungen, dann kam das Frühjahr der Entscheidungen, dann kam wieder der Herbst der Entscheidungen. Es ödet mich an. Es ödet mich an und es macht verdrossen. Und vor allem, was darüber kommt, sind nicht zuerst inhaltliche Differenzen. Es sind vor allem die permanenten Zankereien, Anwaltskorrespondenzen, Befangenheitsvorwürfe, die das Bild des parlamentarischen Berlins in der Medienöffentlichkeit bestimmen. Die Fortsetzung dieser Konzeptionslosigkeit für die nächsten 2 Jahre zu prognostizieren, dazu braucht man keine hellsicherischen Fähigkeiten. Denn das grundlegende Problem dieser Koalition, das wird auch mit dem Wechsel an der Spitze nicht gelöst. SPD und CDU fehlt jede Idee, geschweige denn eine gemeinsame, von der Stadt und für die Stadt Berlin. Sie haben kein Verständnis für die veränderte Realität. In zentralen Fragen sind sie sich uneinig und ja nicht nur untereinander, sondern nicht zuletzt auch noch innerhalb ihrer eigenen Parteien uneinig. Das Einzige, was diese Koalition zusammenhält, ist die beiderseitige Angst vor Neuwahlen. Und deshalb wird es auch keinen Neustart geben. Die einzige ehrliche Option für einen wirklichen Neustart wären Neuwahlen gewesen. Aber mache ich mir auch keine Illusion, das Thema dürfte jetzt vom Tisch sein. Klaus Wowereit geht. Klaus Wowereit geht. Und wie so oft bei einem Abgang werden die Töne nun etwas milder, freundlicher, versöhnlicher. Es gibt zu Recht Anerkennung für das, was Klaus Wowereit nicht allein, aber an maßgeblicher Stelle für die Stadt mitbewirkt hat. Ja, es hat sich manches, nicht alles, aber durchaus Bedeutendes zum Besseren entwickelt. Die Finanzen sind in einer besseren Situation, wirtschaftliche Perspektiven wurden eröffnet, Kreativität, Kultur und Liberalität zeichnen Berlin heute aus. All das ist aber seit mehr als 3 Jahren perdu. Nicht erst seit dem Tag, als das BER-Desaster begann. Es ist auch zum Heulen, ja. Das ist ja aus heutiger rückblickender Sicht hat man ja. Herzlich willkommen, Doro Zinke. Aus heutiger Sicht wird ja manchmal so getan, als sei sozusagen die Verschiebung, die erste Verschiebung des BER-Eröffnungstermins sozusagen so der Anfang vom Ganzen. Aber das war nicht der Tag, als das BER-Desaster begann. Das war der Zeitpunkt, von dem an die Aufräumarbeiten der schwarz-roten Hinterlassenschaft der Hauptstadt von Korruption und Filz weitgehend erledigt waren. Und als es einer neuen Strategie, einer neuen Idee und neuer politischer Konzepte für die Entwicklung von Berlin bedurft hätte. Haushaltskonsolidierung und wir lassen alles andere mal einfach so laufen, das ist eben noch keine politische Zukunftsvorstellung. Und eine Autobahn ist auch keine politische Zukunftsvorstellung. Und mit der Entscheidung, dann eine Koalition mit der CDU einzugehen, spätestens damit standen die Mühlen dann endgültig still. Und wenn wir uns heute mal die Erfolgsmeldungen anschauen,
die diese Koalition überhaupt noch zu verkünden hat, dann werden wir feststellen, das geht alles, nahezu alles, ausschließlich auf Entwicklungen zurück, die in den Jahren zwischen 2001 und 2011 angestoßen worden sind. Und die meisten dieser Entwicklungen davon sind durch uns angestoßen worden. Erinnern wir uns. Wir haben die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe eingefordert. Wir haben das Thema Energiewende angestoßen. Harald Wolff hat die erste Plattform für ein kommunales Stadtwerk auf den Weg gebracht. Die SPD hat das auch eher als so eine linke Spielwiese betrachtet, der man möglichst viele Grenzen setzen muss, damit das bloß kein Erfolg wird, geschweige denn eigene Ideen beigetragen. Wir haben den Industriedialog auf produktives Gewerbe gesetzt. Das wird jetzt gefeiert und immerhin kommt der CDU-Wirtschaftssenatorin das Verdienst zu, die Dynamik dieser Entwicklung nicht vollständig abgewürgt zu haben. Aber Neues geschieht hier schon lange nicht mehr. Es war die SPD, die damals offen auf Abstand ging, als Harald Wolff das Bundeskartellamt in Sachen Wasserpreise angerufen hat. Es war die SPD, die uns erklärt hat, wir haben hier einen total entspannten Wohnungsmarkt in Berlin. Es war Klaus Wowereit, der erklärt hat, es gäbe kein Grundrecht auf Wohnen in der Innenstadt. Und es war die SPD, die das Projekt öffentlich geförderte Beschäftigung immer klein zu halten versuchte, auf das ihm bloß kein zu großer Erfolg beschieden sei. Inzwischen jammert der Senat über die fehlenden Perspektiven für die Stadtteilmütter. Und landauf und landab wird diskutiert, ob nicht genau ein solcher Sektor gebraucht würde. Freilich dann nicht automatisch zu Mindestlöhnen und auch nicht mit Beschäftigtenrechten und dergleichen mehr. Aber immerhin, es wird diskutiert, bräuchte man nicht eigentlich einen solchen Sektor. Und in Berlin verfallen derzeit Bundesmittel in Millionenhöhe, weil das Ersatzprogramm Berlin-Arbeit nicht greift. Die fortgesetzte Nabelschau dieser Koalition, die permanente öffentliche Zelebrierung des Konflikts, scheint von den Berlinerinnen und Berlinern ohne größere Illusionen und Erwartungen zur Kenntnis genommen zu werden. Was wäre eigentlich los gewesen, wenn eine linke Senatorin solch einen Mist gebaut hätte? Vor allem aber, wo stünde Berlin heute, wenn die SPD sich mit ernsthaften Ideen auseinandergesetzt und den Herausforderungen gestellt hätte? Vielleicht hätten wir demnächst ein erfolgreiches Stadtwerk, das Hunderttausende mit Ökostrom versorgt. Vielleicht hätten wir einen funktionierenden öffentlichen S-Bahn-Betrieb. Ich habe mich ja schon die Frage gestellt, ob es irgendeinen Unterschied macht, dass die GDL jetzt streikt in der Berliner S-Bahn. Vielleicht würden wir mit der Stadt und im Abgeordnetenhaus diskutieren, wie wir mit den rekommunalisierten Netzen von Strom, von Wasser, von Gas und Fernwärme Berlin fit für die Energiewende machen, statt über verbockte Vergabeverfahren und Befangenheitsvorwürfe an Senatoren. Vielleicht gäbe es sogar schon einen Öffnungstermin für den Flughafen BER, weil man auf unseren Vorschlag von einem Controlling eingegangen wäre. Okay, vermutlich hätten wir nach wie vor mit steigenden Mieten zu kämpfen, weil wirkliche Mietpreisbremsen im Bundestag noch immer ausgebremst werden. Aber wir hätten in Berlin vielleicht wesentlich früher ein Zweckentfremdungsverbot gehabt und möglicherweise 10.000 Wohnungen mehr für Wohnzwecke. Und möglicherweise auch genug Personal in den Bezirken, das ein Zweckentfremdungsverbot dann auch durchsetzen kann. Und vielleicht würde der Aufbau eines kommunalen Wohnungssektors schon im Gange sein. Ja, möglicherweise hätten wir es nicht geschafft, den Schuldenberg der Stadt Berlin von 60 Milliarden auf 59 Milliarden Euro zu drücken. Kann schon sein. Aber vielleicht müssen dafür jetzt nicht Menschen wochenlang im Amt auf einen Termin warten, weil Ausbildung und Stellenneubesetzung, weil die Weiterentwicklung des öffentlichen Dienstes schon im Gange wäre. Und vielleicht würden in der Stadt Berlin massive Kosten in Gegenwart und Zukunft durch Krankheit und Stress, durch unterlassene Investitionen, durch politische Fehl- und Nichtentscheidungen oder aber auch einfach als Folge von Leistungseinschränkungen in der öffentlichen Verwaltung überhaupt erst mal gar nicht entstehen. Die Stadt einfach kaputt zu sparen, das ist so ziemlich das Fantasieloseste, was Politik zu Wege bringen kann. Aber mehr bleibt unterm Strich nicht. Mehr bleibt nicht. Das sind alles Dinge, auf die wir nun auch schon wieder seit Jahren hinweisen. Und bis die Botschaft dann irgendwann mal durchdringt und halbherzige Folgen zeitigt, da ist der Schlamassel dann auch schon wieder eingetreten. Das ist das Problem hier in Berlin, und zwar mit beiden Parteien, mit der SPD und mit der CDU. Und das erinnert mich so an die 1990er Jahre.
Das ginge doch alles auch anders. Der Tempelhofer Volksentscheid hat gezeigt, dass die SPD nicht nur von der CDU ausgebremst wird. Die selbsternannte Berlin-Versteher-Partei ist ganz selbst an der Realität zerschellt. Stur und bockig. Es ist doch so, die SPD versteht schon längst nicht mehr, was einen Großteil der Stadt beschäftigt. Dafür haben immer mehr Berlinerinnen und Berliner verstanden, dass man den großspurigen Ankündigungen und Versprechungen keinerlei Glauben schenken sollte. Und dann war das vorbei, dann war der Volksentscheid verloren und auch danach nichts verstanden. Sie machen einfach so weiter wie zuvor. Die SPD bekommt die Dinge wirklich nicht in den Griff. Und sie verrennt sich jetzt wieder in den Glauben an die heilstiftende Wirkung von Festivals und Großprojekten. Lassen wir einfach mal beiseite, wie sinnvoll oder unsinnig eine Olympiabewerbung der Stadt Berlin in der jetzigen Situation ist. Und tun wir mal für einen Moment so, als sei das IOC ein Wohltätigkeitsverein und keine profitorientierte Vermarktungsagentur für die Marke Olympia. Tun wir mal so. Aber wie es sein kann, dass alle die Einigkeit behaupten, vor einer solchen Bewerbung müssten die Berlinerinnen und Berliner das Wort haben. Und bis heute liegt nicht ein einziger Vorschlag der Koalition auf den Tisch, wann das geschehen soll und wie das verfassungsmäßig tragfähig geschehen soll. Das zeigt doch nur wieder eins. Es wird darüber fantasiert, die Bevölkerung mitzunehmen und im Grunde interessiert es den Senat und die Koalition überhaupt nicht. Das ist die alte Trickserei und ich kann davor nur warnen, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Delegierte, in spätestens 2 Jahren wird es im Land und in den Bezirken Neuwahlen geben. In spätestens 2 Jahren. Und schon bald wird wieder auf das Heftigste darüber spekuliert werden, welche Koalitionen und Konstellationen, das ist ja absehbar. Natürlich wird dann auch darüber spekuliert werden, ob es rot-rote oder rot-rot-grüne Koalitionen gibt. Und angesichts der Bilanz dieser Koalition ist das ja auch kaum verblüffend. Und natürlich wird von jeder politischen Partei erwartet, dass sie sich dazu auch irgendwie positioniert. Augenblicklich sind die Augen auf Thüringen gerichtet. Ja, ich würde mich freuen, wenn am 5. Dezember in Erfurt Bodo Ramelow zum ersten linke Ministerpräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik gewählt werden würde. Und die zum Teil hysterischen Reaktionen aus dem konservativen Lager zeigen ja auch, welche Verunsicherungen das auslöst. Ich habe heute Morgen da auch meinen eigenen Drachen stehen. Ich habe keine Ahnung, ob möglicherweise Wolf Biermann, dessen Lieder ja mal gut waren, gestern früh etwas entspannter gewesen wäre im Bundestag, wenn die Debatte um die Thüringer Ministerpräsidentschaft jetzt nicht auf der Tagesordnung stehen würde. Als wäre das nicht eigentlich eine schlichte demokratische Selbstverständlichkeit. Entscheidender aber als all das ist, dass unterm Strich für die Bevölkerung die Dinge sich zum Besseren verändern lässt. Das gilt in Thüringen und das gilt jetzt auch in Brandenburg. Ja, ich finde es richtig, dass in Brandenburg nicht nur kritisch über das Wahlergebnis diskutiert worden ist, sondern auch über die nächsten 5 Jahre Landespolitik. Was wir bewirken können, was besser werden muss. Und die große Beteiligung an der Abstimmung über den Koalitionsvertrag, 92% waren, glaube ich, haben sich, bitte? 92% und wie beteiligt haben sich? 75% der Genossinnen und Genossen haben sich beteiligt, immerhin 3/4. Das zeigt ja auch, die Partei, die Mitgliedschaft lebt und nimmt Anteil. Die mischt sich ein. Und das ist aus meiner Sicht die unerlässliche Voraussetzung dafür, dass es besser wird. Gerade als linke Partei sind wir existenziell darauf angewiesen, dass die Mitgliedschaft sich kritisch, solidarisch und engagiert für das Gelingen alternativer Politik einsetzt. Aber nicht nur im Koalitionsfall, auch in Opposition. Und das gilt dann eben auch in Berlin. Wir werden uns mit der Frage wieder befassen müssen und da sage ich ganz klar, es wird darauf ankommen, dass sich die Verhältnisse tatsächlich substanziell zum Besseren verändern lassen. Und das müssen wir dann diskutieren. Was sind da unsere Maßstäbe? Was sind unsere Erfolgskriterien? Was sind unsere inhaltlichen Ziele? Was sind unsere Prioritäten? Und das sind dann keine formalen Fragen, sondern inhaltliche. Genau wie wir inhaltlich definieren müssen, für welche Projekte und Veränderungen wir uns ganz konkret stark machen wollen. Da geht es dann auch um unsere Antworten auf die technologischen Umwälzungen, die auch die Produktion und die gesellschaftliche Reproduktion in all ihren Facetten verändern.
die die Stadt und die Solidarstrukturen, die das Familienleben, die Beziehungen zwischen den Menschen verändern und die natürlich auch die Modalitäten politischer Einmischung verändern. Mobilität der Zukunft, Energiewende, Bildung und Unterstützung für Familien, Wohnen und Leben im digitalen Zeitalter, Mitbestimmung und Mitentscheidung, bei der niemand ausgegrenzt, niemand zurückgelassen wird. Über all diese Dinge lasst uns streiten, um die besseren Ideen dafür. Das werden wir dringend brauchen, denn das ist die Arbeit, die wir in den nächsten 2 Jahren leisten müssen, um bei der Abgeordnetenhauswahl auch mit inhaltlich guten Ideen zu überzeugen. Und die SPD unter Müller, naja, schauen wir mal. Ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn wir uns über die SPD oder über die Abgrenzung zur SPD definieren würden. Wir müssen positiv verdeutlichen, und das muss Menschen erreichen und auch bewegen, was unsere Vorstellungen von der Zukunft Berlins sind. Dabei ist eines ganz klar: Wir werden die SPD nicht umgarnen, sondern wir werden sie fordern und herausfordern, wie übrigens alle anderen politischen Konkurrenten auch. Das ist unsere Aufgabe. Es ist an der SPD selbst, mal eine andere Haltung an den Tag zu legen. Und da bin ich ja jetzt mal neugierig. Das hat nämlich eine inhaltliche und eine kulturelle Dimension. Wird die neue Finanzsenatorin oder wird der neue Finanzsenator, den uns Michael Müller jetzt benennt, den jetzigen Kurs einfach nur fortsetzen? Oder wird zukünftig in Berlin wieder Finanzpolitik gemacht? Wird die SPD jetzt endlich mal von ihrem hohen Ross herabsteigen? Wird sie sich jetzt endlich mal wieder dem inhaltlichen Diskurs öffnen, also Ideen und Initiativen nicht nur denunzieren, nicht nur ausbremsen und dann viel später, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, schlecht recyceln und als ihre verkaufen? Nimmt sie zur Kenntnis, dass die Stadt nicht ihr gehört, weder die Regierung noch die Verwaltung Berlins? Na, und da kann ich nur sagen, also da war Michael Müller in den letzten 3 Jahren Teil des Problems. Und ob er jetzt eher Teil der Lösung wird, das haben wir nur begrenzt im Griff. Was wir machen können und was wir machen müssen, ist klare Vorstellungen zu entwickeln und Bedingungen zu formulieren, was sich in Berlin verändern soll. Und mit denen treten wir dann an, für die werben wir dann im Wahlkampf. Und dann, erst dann, ist zu entscheiden, ob und wie diese Vorstellungen sich realisieren lassen. Derzeit organisieren wir im Abgeordnetenhaus die Opposition. Und das machen wir ganz ordentlich, finde ich. Aber vor uns liegt ein gutes Stück Arbeit für die nächsten 2 Jahre. Und da gilt, wir dürfen so wenig wie möglich Fehler machen. Und auf jeden Fall weniger Fehler als die anderen. Augenblicklich können wir das von uns noch sagen, aber ein Naturgesetz ist das natürlich nicht. Aber das haben wir selbst in der Hand. Liebe Delegierte, Jean-Paul sagte mal, Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt. Und Kurt Tucholsky überraschte uns mit folgender Quintessenz: Berlin vereint die Nachteile einer amerikanischen Großstadt mit denen einer deutschen Provinzstadt. Seine Vorzüge stehen im Baedeker. Es ist viel Unterschiedliches, auch Widersprüchliches geschrieben worden über unsere Stadt. Und es ist in letzter Zeit auch viel gespottet worden. Manchmal, ja manchmal, wie im Fall des Flughafens BER, hat Berlin dafür selbst die Breitseite geboten. Und auch heute wird wieder viel orakelt und interpretiert, was Berlin eigentlich ausmacht. Die Feuilletons der Hauptstadtpresse sind voll mit solchen Texten. Eins dürfte aber unstrittig sein: Berlin ist eigenwillig, geschichtsträchtig und begehrenswert. Berlin ist ein Anziehungspunkt. Und bislang ist es keiner Stadtregierung gelungen, diese Eigenwilligkeit und permanente Dynamik der Entwicklung Berlins, die Umtriebigkeit und Quirligkeit der Menschen in dieser Stadt bändigen zu können. Aber positive Trends können angestoßen und befördert, negative Entwicklungen, wenn schon nicht verhindert, so doch gedämpft werden. Das ist Aufgabe von Stadtpolitik. Berlin braucht mehr als Business as usual, mehr als Großprojekte und Stadtmarketing, also die beliebte Wovereitsche Beschwörung, the place to be zu sein. Ob die Berlinerinnen und Berliner sich wohlfühlen, Lebenschancen ergreifen, ihr Ein- und Auskommen finden und ihre Ideen verwirklichen können, hängt wesentlich von den Möglichkeiten der Mitsprache, von bezahlbaren Mieten, von guter Bildung und der Beschäftigungssituation ab. Mitsprache bei der Gestaltung einer sich ständig verändernden Stadt ist zugleich ein Bildungsprozess. Es geht um den gut organisierten Austausch
gut informierter und klug handelnder Bürgerinnen und Bürger. Demokratische Prozesse wollen Sie tatsächlich alle erreichen und nicht nur eine Wohlstandsveranstaltung sein, kosten Geld. Eine Zukunftsdebatte und Planung einer lebendigen, einer weltoffenen, einer sozialökologisch vorbildhaften und einer multikulturellen Stadt benötigen diesen Austausch, benötigen die Erprobung öffentlicher und zivilgesellschaftlicher Modellprojekte. Und dies alles zusätzlich zu einer guten öffentlichen Verwaltung. Von der Stromversorgung bis zur Kita, von der Theaterlandschaft bis zu den Bildungs- und Wissensinstitutionen, von guter Start-up-Politik bis zur Nutzung der digitalen Möglichkeiten als Skelett einer modernen Infrastruktur und Informationskultur. Um nicht mehr und nicht weniger geht es. Und vor allem, sozial soll es zugehen, solidarisch und humanistisch, libertär und gerecht. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns diesen Parteitag als Auftakt nutzen. Dafür lasst uns in den kommenden beiden Jahren weiter miteinander kämpfen. Vielen Dank.